Hallo, 1, 2, 3, also der 1 mal 2 mal 3er Cube. Relativ leicht zum Lösen, gibt ihn in verschiedenen Formen. Zum Beispiel habe ich ihn hier als Baum oder vom Fastfood-Restaurant oder auch in der Originalversion als Rubik's Beer. Einige Tutorials zeigen das etwas schwierig, aber es ist eigentlich relativ einfach, dieses Puzzle zu lösen. Du startest immer in der Mitte. Hier haben wir einen weißen Stein und durch das, dass der Mittelstein ja nicht weg kann, brauchst du nur den umdrehen und du hast schon zwei in der gleichen Farbe. Jetzt weißt du auch, welche Farbe rechts ist, hier in meinem Fall rot und links ist orange, hinten ist natürlich grün. Entschuldigung, gelb. Und als nächstes schaust du, ob du irgendeinen Stein, ich verdrehe es mal ein bisschen jetzt, irgendeinen Stein findest, der schon dazu passt. Ich probiere es hier oben mal, der passt nicht dazu. Der würde dazu passen. Wenn der dazu passt, dann ist es schon super. Falls nicht, machst du eine einfache Zugfolge. Du fährst sozusagen mit dem Aufzug runter, drehst hier unten einmal um und fährst mit dem Aufzug wieder rauf. Und spätestens jetzt sollte irgendwo ein Eckstein sein, der passend ist. Schauen wir mal, hier wäre jetzt zum Beispiel der weiß-rot. Grüne. Und jetzt weiß ich auch, dass hier grün sein muss. Und jetzt suche ich mir den grünen Stein. Und der muss natürlich orange sein, denn hier ist rot, also hier muss orange sein. Und ich finde diesen Stein erst hier. Und den stelle ich mir diagonal gegenüber und mache die Zugfolge, die wir gerade hatten, mit dem Aufzug runter, in den Aufzug einsteigen und mit dem Aufzug wieder rauffahren. Und dadurch habe ich die oben beide als Pärchen und dementsprechend richtig. Und das Einzige, was jetzt noch sein kann, ist, dass du die unteren umdrehen musst. Und damit bist du eigentlich schon fertig und hast dieses Puzzle gelöst. Ja, sehen wir uns gleich dieses Puzzle hier an. Hier muss ich also erst einmal umdrehen, dass ich die Mitte habe. Und dann sieht man beim Bären natürlich schon, dass hier das Gesicht ist. Und das zweite Gesicht gehört natürlich hier herüber. Das heißt, ich muss mir den gegenüberstellen. Den stelle ich mir hier rüber und dann runter mit dem Aufzug einsteigen, mit dem Gesicht einsteigen, ist immer gut, und rauffahren und die Füße noch richtig drehen und dieser Würfel ist gelöst. Also, danke fürs Zusehen, abonnieren nicht vergessen, das hilft dem Kanal und ich freue mich und viel Spaß beim Cuben.